So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und zwar mit dem heutigen Video. Heute möchte ich nochmal über meine Astralreisen sprechen, weil da sehr viele Anfragen gekommen sind. Vorab möchte ich aber immer noch so ein bisschen was erzählen, jetzt wie es gerade so steht mit meinen Videos, was gerade bei meinem Kanal so los ist. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, ich behandle ja verschiedene Themen und Schwerpunkt jetzt momentan ist halt wirklich Spiritualität. Zweiter Schwerpunkt wäre dann Jobcenter, Arbeit und so weiter. Und dann kommen halt immer so Special-Themen, die auch mit Spiritualität, mit Bewusstseinserweiterung zu tun haben, wie zum Beispiel das mit Karsten Stahl, zum Beispiel die Unterstützungsvideo im Kampf gegen Mobbing. Dann das Video Dieter Degowski, wo es um die Vergebung geht, weil das Video hat ziemlich meinen Kanal geburnt, muss man sagen. Und dann vor allem Susanne Krieger-Langer. Ich möchte, wenn ich jetzt gerade bei der Frau bin, nochmal betonen, dass es nicht gegen die Person geht, aber gegen die Inhalte, was sie vertritt, weil sie Menschenverachtung predigt, weil sie hetzt gegen Menschen, weil sie immer wieder mit dem Scheiß kommt von den Psychopathen und Pfeifen, das immer ständig wiederholt, sodass sich der Hass in den Köpfen von den Leuten dann manifestiert. Das führt zu Hass, das führt zu Streit, das ist kein seriöses Volkscoaching, wenn ich in Feindbilder, Leute, Menschen in Feindbilder eintrichtere. Ja, und es war, man könnte sagen, okay, was geht die Frau an, die ist Wirtschaftsprofilerin, das hat doch mit ihr gar nichts zu tun und so. Ja, die Sache ist die, ich schaue Erfolgscoach und ich habe mich mit Erfolgscoach beschäftigt und es kam eine Anfrage, wo man zu mir gesagt hat, was hältst du von Erfolgscoach? Es gibt doch mal ein Feedback, habe ich gemacht, ja. Und ja, und wenn ihr halt sagt, das ist gut, dann ist es gut. Wenn ihr sagt, das ist absolut zum Kotzen, dann ist es absolut zum Kotzen. Ja. Und bei der Frau, das, was die redet, das ist echt absolut zum Furten. Und im Übrigen von den ganzen Fans von Susanne Krieger-Langer, von diesen ganzen Lemmingen, möchte ich mal eins fragen. Warum kommt die eigentlich nicht her und kommentiert oder macht ein Gegenvideo oder so? Ja, die wird schon wissen, warum. Die wird schon sich denken, dass ich recht habe. Und da das Video, dass es so viel Interesse geweckt hat, werde ich natürlich da auch weitermachen. Das ist ganz klar, logisch. Ja. Und von dem her, das lasse ich mir auch nicht verbieten, meine Meinung. Ja, okay, das mal so ab mit meinen Videos, dass ihr auch Bescheid wisst. Also da werden dann immer wieder Videos von mir kommen, weil ich gehe immer auf den Kunden bzw. YouTube-User ein, ja, und werde das behandeln und gleichzeitig werde ich immer gucken, dass ich das Bewusstsein von Menschen erhöhe, ja, auf einen höheren Stand bringe. Ja, ich bin jetzt noch kein so erfahrener Bewusstseinscoach jetzt wie Marco Hümer, aber auf jeden Fall, ich bin sehr belesen, ich beschäftige mich schon seit zig Jahren mit Spiritualität und möchte gern dieses Wissen auch umsetzen und auch verbreiten und Menschen helfen, ihr Bewusstsein zu erweitern. Okay, kommen wir jetzt aber mal zu meinen Astralreisen, Stand der Dinge. Ja, also es sind jetzt 5 bewusst eingeleitete körperliche Erfahrungen gewesen, die ich bis jetzt gehabt habe. Wie gesagt, eine war ja unbewusst, das war die erste, da habe ich schon ein Video gemacht. 2 luzide Träume, die also so halb Astralreisen, halb luzide Träume waren. Man muss den Unterschied erkennen. Der Traum, den unbewussten Traum, wo man nicht reagieren kann, wo man eigentlich wie ein Röhrchen im Wind ist. Das ist so der unbewusste Traum, wo man oft wieder vergisst und so. Dann gibt es ja den luziden Traum, wo der Film schon begonnen hat und plötzlich man merkt, oh Moment mal, das ist ja Traum und dann steuert man den Traum, ja, und dann ist Astralreisen, wo man schon von vornherein bewusst ist und von vornherein das Ganze steuert, ja. Natürlich kann man auch bei Astralreisen von einem Traum sprechen, ja, aber wenn man das vergleicht mit dem üblichen Traum, ist es schon eine arge Degradierung, würde ich sagen. Wenn man den Astralreisen, ist ja viel mehr zum möglich. Okay, ja, jetzt war es folgendes. Ich erzähle mal von dem 4. bewusst eingeleiteten Astralreisen. Ich habe wieder meine Technik, kann man so sagen, gemacht. Also was heißt Technik? Ich habe Frequenzen, ich höre Frequenzen, ich trainiere meine Zirbeldrüse. Ganz wichtig, Zirbeldrüse entkalken, entgiften. Schaut euch das Video von Anatom an. Anatom, YouTuberin Anatom. Zirbeldrüse entkalken, ganz wichtige Tipps, wie das geht. Also wie man Floridia ausleitet, Kurkuma, Tamarinde etc.
Also ganz wichtig, Zirbeldrüse entkalken, trainieren, wie es bloß geht, mit Meditation, Frequenzen. Je besser die Zirbeldrüse funktioniert, desto besser bei neuen Strahlreisen. Zirbeldrüse ist der Schlüssel. Ja? Weil dadurch, Zirbeldrüse schüttet DMT aus und das DMT ist genau das Hormon, was dich also aus dem Körper bringt. Ja? So, okay, also die vierte, es war so, wenn ich das jetzt erzähle, muss ich sagen, ich erzähle nur das, was ich gesehen habe. Und das kann man so oder so deuten, ja. Ich erzähle es einfach. Ich bin raus aus meinem Körper, also wie gesagt, in der Nacht. Ich habe jetzt keine bewusste Schlafunterbrechung gemacht beim Wecker, sondern bin unbewusst aufgestanden wieder, weil ich musste auf Toilette, habe mich wieder ins Bett kuschelt. Bin danach wieder, was heißt, also der Körper ist dann quasi eingeschlafen. Ich habe dann visualisiert, dass ich rausgehe aus meinem Körper, einfach visualisiert und gesagt, und mir selber auch gesagt, ich komme raus. Also starke Glaube, Visualisierung, ja. Hilft auch, wenn man Gott anruft oder die höheren Mächte sagt, hey, helft mir, dass ich meinem Körper rauskomme. Und dann bin ich wieder raus aus meinem Körper. Dann war es dann erstmal so, was oft passiert, dass ich erstmal am Teppich umeinander geschwebt bin. Dann mache ich wieder so Schwimmbewegungen. Es ist am Anfang immer so, dass es die Welt ist irgendwie wie unter Wasser. So ähnlich kann man sich das vorstellen. So ist auch dieses Fortkommen. Ja? Zumindest am Anfang, wenn man nicht so geübt ist. Okay, dann habe ich mir gedacht, okay, diesmal gehe ich nicht durch die Rollladen, weil ich bin immer durch den Rollladen raus und habe gedacht, komm, jetzt gehst du mal durch die Wand. Und das ist halt richtig geil. Und das ist das, was ich sage. Die ganzen Kritiker, die ganzen Skeptiker von Astralreisen, da sage ich, die wissen nicht, was ihnen geht, was für Möglichkeiten das sind. Wenn die wüssten, wie das Gefühl ist, wenn du so durch die Wand gehst, wups, so schön langsam und dann bist du auf der anderen Seite raus. Du fühlst dich so genial, das ist so, du bist der King, ja. Und das wünsche ich jedem. Und wenn die, wo sagen, das ist doch eine Spinnerei und Esoterik und so weiter, es sind wenige, muss man auch sagen, es sind wenige Skeptiker. Die meisten sagen, es ist gefährlich. Ja. Also, aber die wenigen, wo es noch gibt, da sage ich, Leute, ihr wisst gar nicht, was euch entgeht. Landastralreisen, wenn ihr wüsstet, was da möglich ist, ja, würdet ihr euch so in den Arsch beißen, Leute, so dermaßen in den Arsch beißen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Und wenn man dann so durch die Wand geht, ja, Leute, ja, und dann ist man draußen und dann macht man einfach, stellt man sich vor, man ist Superman und dann macht man die halbe Hand und dann schießt man durch die Welt und es ist, und das, dann geht es mit einem Affenzahn und es ist einfach genial. Ja. Und so war auch wieder meine vierte bewusst eingeleitete Astralreise. Ich bin wieder durch die Welt geschossen, geschwebt und so. Wollte eigentlich meinen Seelenführer treffen, ja, hab da aber, wie gesagt, die Fliegerei war halt so geil, da verplempert man so anscheinend so viel Zeit, ja, und dann auf einmal war es so, dann habe ich mal kurz angehalten, oder es war dann irgendwie so eine Stimme, innere Stimme, hat mir gesagt, ich soll mal wieder anhalten, mal wieder gucken, und dann ist Folgendes passiert, also Krasses passiert, dann war so ein Bataillon von Soldaten, die da marschiert ist, aber die waren nicht aus der physischen Welt, ja. Es ist auch so, die physische Welt ist immer, kommt mir irgendwie so vor, als wäre es im Hintergrund. Das sind also nur die Häuser, die Leute sind drin. Also man sieht auch nicht, irgendwie nicht viel von den normalen physischen Menschen in der physischen Realität, weil die irgendwie alle schlafen. Oder, ja, man kriegt die gar nicht so mit. Aber das, wenn natürlich jemand aus der Strahlebene kommt, das merkt man sofort. Da ist sofort die Aufmerksamkeit. Das kommt irgendwie, das ist, wie soll man das erklären? Das ist gleich da, das siehst du gleich. Auf jeden Fall, da war so unten in der Stadt patrouilliert so eine Truppe Soldaten und da haben wir gedacht, okay, das haben wir mal kurz angucken und gedacht, okay, ganz interessant. Die haben ausgesehen, die waren ganz weiß, ja, und die Anzüge waren irgendwie, wie soll man das erklären, wie Regenmäntel, Gesichter auch weiß, also Uniform weiß, Gesichter weiß, ganz komisch. Und ja, auf jeden Fall haben aber nichts mit den Wächtern zu tun gehabt, also wo ich von der vorigen Astralreise überhaupt nichts, ja. Und dann auf einmal zieht es mir runter und ich wollte eigentlich weg und dachte, ach, was will die jetzt? Und ich dachte, oh, kommt jetzt schon wieder so eine Lektion oder was vom Seelenführer vielleicht irgendwie wieder, was auch wirklich so passiert ist. Es passieren auch so Sachen wie im Traum, dass so krude Sachen auf einen zukommen, nur du kannst es halt besser steuern, ja, dass man noch vorbei bemerkt. Auf jeden Fall ziehen die mir runter, was sagen die mir, also wieder durch Gedanken, ja, wir sind von der Regierung, ja, und es hat einen Rebellenaufstand gegeben, haben sie so erklärt, und sie suchen die Rebellen, und wenn ich die sehen würde, dann soll ich denen halt Bescheid geben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nur auf der Durchreise, interessiert mich gar nicht, ich will meinen Seelenführer treffen, und ich bin halt ein Astralreisender Forscher und so weiter, und würde auch gerne jetzt wieder weiter fliegen, bevor
die Astralreise vorbei ist. Und dann haben sie gesagt, ja, gut, guter Flug, aber ich soll halt sagen, wenn ich die Rebellen sehe. Und dann kommt was Krasses. Jetzt kommt es, jetzt wird es erst richtig interessant. Dann bin ich weitergeflogen und dann habe ich mal wieder angehalten. Irgendwie wollte ich wieder anhalten, aber das war der Zufall. Es war kein Zufall. Ich habe dann angehalten, habe mich wieder abgesenkt. Und wisst ihr dann, wen ich dann gesehen habe? Ja, eine von den Rebellen. Und das, also das war sowas, was man gewusst hat. Also das war so, in der Stimme hat gesagt, das ist eine von den Rebellen. Oder ich habe es irgendwie gewusst. Also das war eine von den Rebellen. Und jetzt kommt es. Jetzt wird es interessant. Kennt ihr vielleicht von Superman, Superman allein gegen alle, die alte Verfilmung mit den drei Bösewichtern, General Zod, die eine Frau, der eine große Typ mit dem Vollbart, ja, die doch auf die Erde kommen, also da ging es irgendwie so, also der General Zod hat auf Krypton, da wo der Superman herkommt, hat es eine Rebellion gegeben, also die Militärs und General Zod haben gegen den Priesterrat von Krypton rebelliert, haben einen Aufstand gemacht, also das war bevor der Planet da explodiert ist und der Putsch ist niedergeschlagen worden von den loyalen Truppen von dem Priesterrat von Krypton und der General Zod und seine Anhänger werden dann verurteilt und kommen dann in die Phantomzone. Also beim ersten Teil ist es dann so ein Spiegel, was sie dann gefangen hält und dann und in der Neuverfilmung Man of Steel sind sie da, waren sie da irgendwie eingefroren und so. Ja, Man of Steel ist so die Neuverfilmung. Ja. Und so hat der Typ ausgesehen. Der Rebell hat ausgesehen wie einer von den Anhängern, also so kommen so, also von General Zod. Also der hat auch den gleichen Anzug gehabt, den Flutanzug, den schwarzen Flutanzug, wie in dem alten Verfilmung. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommt's. Besteht ein Kausal zusammen? Weil ich habe mich ja als Superman visualisiert, ja, und dass deswegen die Astralwelt so reagiert hat, ja, oder keine Ahnung, oder weiß nicht, also kommt das vielleicht, weil ich mich damit beschäftigt habe, ja, oder was noch eine These wäre, dass es Krypton ja wirklich gibt. Könnte es sein, dass es so einen Planet wie Krypton gibt, dass der Film Superman, ja, von Astralreisenden, die schon mal Astralreisen praktiziert haben, inspiriert wurde? Das kennt man ja zum Beispiel, Dr. Strange ist ja zum Beispiel schon so ein Film, oder Flatliners, ja, Flatliners kennt ihr vielleicht, ja. Und das wäre mal interessant, da mal nachzuforschen, ja, ob das vielleicht so ist oder ob einfach nur, weil ich mir als Superman visualisiert habe, dass das deswegen passiert ist. Keine Ahnung. Also da könnt ihr gerne mal kommentieren, wie ihr meint. Ja. Also vielleicht gibt es im Universum das wirklich, dass es einen Planet gibt, wo Soldaten rebelliert haben und dass das ein ewiger Kampf ist, Priesterschaft, also Priesterrat gegen Soldaten und irgendwie so, ja, so ein ewiger Rebellenkrieg halt. Auf jeden Fall, ich bin dann haben wir nichts dabei gedacht und bin dann weitergeflogen und habe gedacht, jetzt will ich aber meinen Seelenführer treffen, Mensch, Meier. Und dann bin ich weitergeflogen und dann kam ich plötzlich in die Alpen und es war wunderschön. Berge, oben Schnee, unten in den Tälern Flüsse, saftige Wiesen, also richtig schöne Berge. Die Sonne ist schon aufgegangen, ja. Also es hat schon Sonne geschienen, also war schon die Morgensonne. Und dann war so ein Stuhl, haben wir gedacht, okay, da setze ich mich jetzt hin und dann so sage ich, Seelenführer, komm, ja. Haben mich hingesetzt, ja, und es war wunderschön, wunderschöne Aussicht und so. Und was ist passiert? Gerade in dem Moment, zack, bin ich plötzlich wieder in meinem Körper, muss wieder auf die Toilette. Was dann aber auch war, die Sonne hat dann schon geschienen, war schon morgens, ja. Und es hätten die Alpen sein können, also ich weiß nicht, waren es die Alpen oder waren es schon wieder eine andere Dimension? Kann ich nicht sagen. Ich bin, wenn ich hier aus dem Fenster rausfliege, ja, bei der Astralreise, fliege Richtung Süden. Das heißt, wenn ich jetzt Richtung Süden fliege, dann komme ich in die Alpen. Aber wo das war in Innsbruck oder in Oberstdorf oder bei Kempten oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war halt in die Alpen. Ja? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja? Da kann man spekulieren unendlich. Also könnt ihr da mal eure Meinung dazu sagen. Aber das war's. Ja, interessant, wäre mal interessant. Gibt es sowas wie den Planet Krypton und so und auch die Geschichte wirklich? Ja, was meint ihr? Oder war das einfach so, weil ich mich damit beschäftigt habe, mit Superman? Keine Ahnung, ja. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Also das war die vierte, bewusst eingeleitete. Es gab noch eine fünfte, aber die war ganz kurz. Ist nicht erzählenswert. Die war bloß kurz draußen. Hat es mir wieder in meinen Körper reingezogen. Ich weiß nicht warum, ja. Es gibt eine Technik, wo man die Astralreisen verlängern kann. Hat der Marco Hümer mir erzählt am Telefon, aber er will es mir nicht verraten, er hat gesagt, ich bin dann einfach noch zu sehr Anfänger.
Okay, akzeptiere ich. Ja. Also ich muss mich auch nur in der Astralwelt zurechtfinden. Aber es klappt nicht immer mit der Astralreise. Wie gesagt, die letzten paar Tage habe ich es nicht geschafft. Aber es passiert mir immer öfters Astralreisen. Okay, das war es mal soweit. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Kommentiert mir.